Im letzten Video hatten wir den Aufbau des Hühnereis kennengelernt. Jetzt ist es an der Zeit, uns darüber Gedanken zu machen, wie sich das Küken in diesem Ei eigentlich entwickelt. Wir schauen dazu noch einmal ein aufgeschnittenes Ei an. Sieht fast genauso aus wie das, was uns im letzten Video begegnet ist. Die Zeichnungen in diesem Video stammen aus den Kopiervorlagen des Klett Verlags. Wenn wir nun die einzelnen Zeichnungen wie eine Bildergeschichte durchgehen, möchte ich, dass ihr jeweils kurz, wenn das rote Fragezeichen eingeblendet wird, das Video anhaltet und euch erstmal selber Gedanken macht, was ist eigentlich in dem Bild zu sehen, welche Veränderung gegenüber dem vorangegangenen Bild, was fällt mir auf, welche Entwicklungen könnten dahinter stecken. Und dann geht es jeweils weiter. Zunächst zeigt hier ein Pfeil auf die Mitte. Das ist uns natürlich bekannt. Dort in der Mitte, hier schwarz eingezeichnet, in Wirklichkeit eher weiß, liegt die Keimscheibe. Aber es gibt noch einen Unterschied zum frischen, aufgeschnittenen Hühnerei. Richtig, ihr habt es sicher gemerkt, es gibt ein Geflecht von Adern, was den Dotter durchzieht. Wir sind jetzt auch schon am dritten Tag, das heißt, das Ei ist 3 Tage lang bebrütet worden und von der Keimscheibe aus brauchen wir Adern in den Dotter hinein, um die Nährstoffe aus dem Dotter zum Embryo transportieren zu können. Gehen wir zum nächsten Bild. Wer genau hinschaut, sieht ein Embryo in der Mitte. Der sieht fast so aus wie ein menschlicher Embryo. In diesem Stadium sind die Unterschiede noch gar nicht groß. Wir sind am 6. Tag. Man kann einen Kopf erkennen mit Augen und ein Herz. Das pumpt das Blut durch das Adergeflecht und den Embryo. Im dritten Bild gibt es schon wieder etwas Besonderes, womit wir vielleicht gar nicht gerechnet haben. Was könnte das sein? Der Dottersack ist uns vertraut. Der Dotter wird im Laufe der Zeit natürlich kleiner, weil die Nährstoffe aufgebraucht werden. Auf der anderen Seite finden wir einen Beutel mit einer klaren Flüssigkeit, der im Laufe der Zeit größer wird. Und mit ein bisschen Fantasie kann man drauf kommen, dass ein Küken, das ständig eiklar trinkt, auch einen Raum braucht für Ausscheidungsprodukte. Es handelt sich um den embryonalen Harnsack, der im Laufe der nächsten Tage immer weiter wachsen wird. Wir sind jetzt am 12. Tag und können Gliedmaßen und eine schnabelartige Struktur am Kopf erkennen. Die Blutgefäße durchdringen inzwischen den Dotter komplett und den Harnsack auch, denn das Blut transportiert die Nährstoffe aus dem Dotter in den Embryo und die Abfallstoffe von dort wieder in den embryonalen Harnsack. Das Bild zum 18. Tag. Richtig, das Küken ist jetzt eigentlich fertig. Es passiert nicht mehr sehr viel. Die Entwicklung ist fast abgeschlossen. Dotter und Eiklar sind nahezu aufgebraucht. Wir erkennen noch den groß gewordenen embryonalen Harnsack und warten eigentlich darauf, dass das Küken jetzt schlüpft. Ganz so schnell sind wir noch nicht. Es geht noch weiter mit dem 19. bis 21. Tag. Wir sehen, dass das fertig ausgebildete Küken seine Schnabelspitze in die Luftkammer gedrückt hat. Die Luftkammer kennen wir vom Essen eines Frühstückseis und wir haben sie auch im letzten Video gesehen. Diese Luftkammer ist wichtig, damit das Küken atmen üben kann, könnte man sagen. Vögel haben eine sehr viel kompliziertere Lunge als wir.
Und während es beim Menschen einfach nur notwendig ist, nach der Geburt einmal laut zu schreien und einmal tief einzuatmen, müssen Vögel tatsächlich ein, zwei Tage lang in Ruhe ihre Lungen füllen. Und für diese Atemübungen, die noch im geschützten Ei passieren sollen, gibt es die Luftkammer, in die der Vogel nun seinen Schnabel steckt und in Ruhe die Luft in die Lungen pumpt. Erst wenn dies geschehen ist, sind wir beim letzten Bild. Interessant ist hierbei weniger zu sehen, dass da ein Küken geschlüpft ist, als vielmehr die Frage, wo zeigt dieser Pfeil eigentlich hin? Nein, es ist nicht der Schnabel gemeint, es ist eine besondere Struktur. Wer weiß, wie das heißt und wozu das ist? Die Vogelspezialisten kennen vielleicht den Eizahn. Eine kleine Struktur, die an der Spitze, nein, nicht an der Spitze, sondern oberhalb des Schnabels sitzt und dem Küken ermöglicht, die Eischale von innen aufzubrechen. Die fällt dann auch relativ bald wieder ab. Bei den größeren Vögeln sieht man das nicht. Die wird ja auch wirklich nur zum Schlüpfen gebraucht. Wenn wir nun anschauen, was wir jetzt notiert haben. Die einzelnen Tage, die einzelnen Entwicklungsschritte. Es ist weniger nötig, sich alles im Detail zu merken, als vielmehr in Ruhe mal zu vergleichen, was ist eigentlich anders bei Tieren, die ihre Eier im Wasser legen, gegenüber den Vögeln, und was ist anders bei Tieren, die sich als Säugetier entwickeln. Schauen wir da noch einmal drauf. Ein Ei eines Tiers im Wasser ist weitaus kleiner. Das ist kein Wunder. Denn die Eier im Wasser enthalten einen sehr viel kleineren Dotter und kaum einen Flüssigkeitsvorrat. Beim Flüssigkeitsvorrat sind wir nicht überrascht, denn ein Fisch kann seinen gesamten Flüssigkeitsvorrat mühelos auch während der Entwicklung durch die Eihaut hindurch aus dem umgebenden Wasser decken. Das Gleiche gilt übrigens für das Fehlen des Harnsacks. Ein Tier, was im Wasser lebt, kann durch die Eihaut auch problemlos alle Abfallstoffe nach außen abgeben. Doch auch der Dotter ist bei den Vögeln weitaus größer und das liegt daran, dass bei Fischen eine Larve schlüpft, die später noch sehr viel ihrer Entwicklung durchmacht. Vögel hingegen schlüpfen nahezu voll entwickelt und für diese lange Entwicklung, das sind immerhin 3 Wochen jetzt gewesen, ist es notwendig, einen großen Nährstoffvorrat zu haben. Es lohnt sich auch der Vergleich mit dem menschlichen Embryo und der menschlichen Entwicklung. Wir haben schon gesagt, der Embryo im zweiten Bild sieht nicht sehr viel anders aus als der bei einem größeren Säugetier. Kopf und Auge entwickeln sich zuerst. Das sieht bei uns ganz genauso aus. Und auch bei uns haben wir das Herz als erstes wichtiges Organ, was eine ganz wichtige Funktion erfüllt. Denn die Versorgung des Embryos mit Nährstoffen und dem Sauerstoff beim Säugetier von der Mutter ist sonst gar nicht möglich. Außerdem haben wir natürlich den Vergleich der Luftatmung und wir haben gesagt, Vögel atmen genauso Luft wie wir, haben aber eine kompliziertere Lunge und deswegen einen größeren Aufwand, diese Lunge überhaupt erstmal zu füllen.